So, hier beim Grünhacken ist uns noch der kleine Hase hier weggelaufen. Hasen werden hier draußen gesetzt, sie haben keinen Bau. Und er ist noch so klein, dass er jetzt hier glaubt, so passiert ihm am wenigsten. Man darf natürlich nicht anfassen, dass er nicht nach uns riecht. Sonst hat er Probleme mit der Mutter nachher. So goldig, ja? Kleiner Hase, der ist nur noch so klein, dass er nicht weglaufen kann. Deswegen bleibt er sitzen und duckt sich. Und ist ja auch verdammt gut getan, wenn man von so guckt. Und ich weiß, dass da ein Hase sitzt. Sieht man ihn gar nicht. Ne? Wir wollen jetzt mal in Ruhe lassen. Und uns hier wieder dem Hacken der Rüben zuwenden.